Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Ihh. Okay, Olivenöl ein für bisschen Fett? Ein Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wieder zu beleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Hier, dieses Ölfläschchen. Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Und, Wasser. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut, das heißt, wir können jetzt tatsächlich jemanden klonen. Hoffe ich. Zwei Personen kann ich klonen, okay. Gut, ist besser als nix, ne? Dann gehe ich mal zum Domizil, dann gehe ich raus, dann gehe ich da nach hinten. Jetzt ist halt die Frage. Wen klone ich jetzt? Konsole. Schalter. 2. Knopf. Rufus. 3. Ich kann einen oder zwei machen. Das kommt nicht, ich bin ein. Mehr oder? Okay. Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Hoffen wir's. Was ist das? Organon. Ah! Hermes. Ich kann Hermes wiederbeleben. Nein! So ein Mist! Halt! Oh, Mensch! Wenigstens werden die wiederverwertet und ich kann immer noch zwei klonen. Mir fehlen allerdings hier. Ich muss hier rüber. Ich muss hier rüber, um das Frittenfett, die Pommes, den Plörrofitz und das Salz zu holen. Damit könnte ich dann einen dritten Klon anfertigen. Die Frage ist, wie komme ich da rein mit der Stechkarte? Aber die Stechkarte mit dem Olivenöl vielleicht? Der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Mist. Ich muss die Löcher nachstanzen in der Stechkarte, aber womit? Ist hier sonst noch irgendwas? Ich kann ins Rohr rein. Ich kann Megola ansehen, die Konsole ansehen. Ich gehe mal ins Rohr. Ich schau mal, wo ich da hinkomme. Da unten ist ein Ei. Vampirschnabeltier. Oh. Vampirschnabeltier-Eier? Vampirschnabeltier. Ein Vampirschnabeltier? Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Okay. Schön brav sein. Hörst du? Jo. Eier. Okay, da sind noch ein paar mehr drin. Und ein ganz junges. Oh. Süß. Okay. Vampirschnabeltier. Was hilft da jetzt dagegen? Jetzt geht das schon wieder los. Das ist wie beim Feuerschnabeltier, glaube ich, im ersten Teil. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Kann ich das trotzdem jetzt versuchen? Nö. Ist ja schon gut. Okay, da oben stand zwar nicht doch, aber ist egal. Okay, ich muss das Vampirschnabeltier vertreiben. Aber wie? Moment. Vampirschnabeltier vertreiben. Haben wir ja sonst noch irgendwas hier drin? Nö, hier drin ist überhaupt nichts. Mir gefällt das übrigens, dass hier die Kerze grün brennt. Runter. Hier ist nur die Stechuhr. Und ich kann da rein. Und hier gibt es aber sonst nichts anderes. Domizil. Raus. Wieder da nach hinten. Ich kann Goal auch nicht nehmen.
Moment. Moment mal. Wenn ich dem Vampirschnabeltier meine Stechkarte hinhalte... Einmal entwerten, bitte. Nice. Danke. Nice, okay. Das heißt, ich habe jetzt eine abgestempelte Stechkarte. Nice. Wegen der zwei Zähne ist mir das gerade eingefallen. Nice. Okay, runter. Und die Stechkarte in die Stechuhr halten. Vielleicht komme ich dann hier durch die Barriere. Ich weiß es gar nicht. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Nice, wir haben Knoblauch bekommen. Die Gratifikation, Knoblauch. Das werde ich mir merken. Okay, das heißt, wir können jetzt zur Imbisswagentür gehen und können da hoffentlich Dinge tun. Aufmachen und das Frittenfett holen. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Zugerostet? Ah, wir wissen aus diversen Point-and-Click-Adventures nicht, aber aus diversen Wibbelbildspielen, dass zugerostet immer ein wenig nach Öl verlangt. Jo. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Nö. Nö. So, Jodsalz. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Ach, das macht da nix. Jodsalz. So, Frittenfett. Ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Geil. Nehmen wir mit. Geil. Pommesbeutel. Leckfett XXL. Meine Lieblingssorte. Es sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Richtig geil. Und Plörrofitz. Plörrofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Oh, cool. Nehmen wir mit. Leuchtender Urin ist immer toll und gesund. Weiß ja jeder. So, dann werfe ich das jetzt alles hier rein. Guten Tag. Dann sollten wir alles haben bis auf Eiweiß und da brauchen wir die Vampirschnabeltier-Eier höchstwahrscheinlich. Wie sagt man doch so schön, was der frisst, das bist. Okay, dann Frittenfett. Das wird lecker. Geil. Pommes. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Pommes frites. Und, Plörrofitz als Wasser. Plörrofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Geil. Okay, dann gehen wir wieder und holen uns mit Hilfe des Knoblauchs hoffentlich die Eier. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ist ja gerade relativ easy. Also wenn man einmal über die große Hürde springt, dann ist der Rest des Rätsels meistens sehr, sehr einfach. So, Knoblauch. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Goldig. Goldig. dieses... Feine Ups im Hintergrund war gerade geil. Nice. Okay, das heißt, wir haben jetzt Eiweiß, das werfen wir auch noch rein. Ganz kleinen Augenblick, hätte ich natürlich auch vorhin schon holen können, aber wenn wir schon da unten sind, gehe ich natürlich erst unten rein. So, Schnabeltiereier, rein damit. Rinder. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Perfekt. So, das heißt, wir können jetzt drei Hermeses klonen und einer überlebt dann den Sprung. Das finde ich schon geil, du. Das finde ich schon geil. Konsole. Hermes. Drei Stück und klonen bitte. Ah, dieses Geräusch. Aua. So ein Mist! Ja, aber einer überlebt, das sehen wir ja. Stopp!
Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! So, Hermes der Dritte. Okay. Muss ich jetzt nach unten gehen, oder wie? Oder was? Oder wer? Oder wo? Ach nee, er geht. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben. Und ich habe ihm in den Arsch getreten. Schön. Hallo? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Jo, okay. Gut, dann können wir jetzt Goal klonen. Und der Typ sitzt da unten. Ist egal. So, zum Klonlabor. Hier, Goal ist mir egal. So. Hast, wie gemalt. Wie gemalt. Ich will aber nur eine, ehrlich gesagt. Wir haben... Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. Jo, wird schon schief gehen. Machen wir mal. Ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Rate mal. Ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja. Bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell! Brich das ab! Die Rohre überhitzen! Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren! Nein! Baby Goal! Goal! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Warum eigentlich nicht? Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! Okay. Tja. Da bleibt es einfach stehen. Oh. Schön. Au. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? Aller guten Dinge sind 3. Für eine Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Einer von euch beiden muss die Rebellen zusammen trommeln. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung. Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal.
Seufzt also langsam, wird's albern. Okay. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ja. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meine. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Ja, okay. Er hat sie nicht. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden, aber welcher? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Ah, okay. Der hat sie nicht, also der Blaue. Yo. Ah, wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Nice. Okay, ja gut, dann, Haha, ich wusste es! Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey! Hey! Warte, nein, hier. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Da. Hey! Ja, Moment, Warum lässt der Idiot nicht los? Ja, Moment, lass einfach los. Hey! Warum lässt der Idiot nicht los? Warte mal. Tja, wenn zwei sich streiten. Ja, dann Nukleinsäure, ne? Ja. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Deponia. Ein Dreck für Finnen. Was? Ich hab keine Ahnung. Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Ja, aber wirklich. Nun gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns ganz kurz in das Hauptmenü hinein und wir speichern unsere Spielstand. Und ich habe keine Ahnung, was dieser Dialekt für eine ist und wieso dieser Dialekt ist. Auf jeden Fall, ja, wir haben unseren Spielstand gespeichert. Wir sind jetzt drei Rufusse und, ja, wir sind drei Rufusse und wir versuchen jetzt zu dritt die Welt zu retten. Ist toll, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ist toll. Wir haben hier, wir sind jetzt gerade der grüne Rufus, der rote und der blaue sind gerade irgendwo anders. Ich habe keine Ahnung wo. Da ist irgendwo ein Fragezeichen, das ist Goal. Hier unten steht unsichtbar für euch die Zahl 60, diese Zahl 60, gefolgt von den Buchstaben FPS, damit ich auch weiß, wie viele FPS ich gerade habe. Haha, Steam Overlay wird nämlich nicht mit aufgenommen. Ja, ich muss aber trotzdem sagen, wir haben jetzt gespeichert. Die Aufnahme ist vorbei, es ist 1 Uhr morgens mittlerweile schon wieder. Oh verdammt, ich muss wieder um 7 aufstehen, Alter. Egal.
Gut, dann täte ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch den schönsten aller Tage. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit den drei Rufussen und mit Baby Gold, die tatsächlich diesmal wirklich ein Baby ist. Und ja, dann lasst mal krachen und wir sehen uns. Tschüss.